drin. Das Ei habe ich gesehen. Ich will nur mal eben erstmal alles loswerden wieder. Die können hier hin. Das kommt hier hin. Die Blume war drin. Hier kommt auf jeden Fall das. 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 Wo hatten wir denn diese Smaragde hingetan? Waren die nicht auch hier? Smaragd hatten wir noch gar nicht. Hatten wir nur den Saphir gefunden? Kann das sein? Dann machen wir das so. Und dann kommt der da mit rein. Ich habe einfach zu wenig Platz. Für alles. Ja, so ist auf jeden Fall der Plan. Wumpo. Hatten wir den schon? Hatten wir den schon oft genug vor allem? So, die kommt hier rein. Die kommt hier rein und diese kommen jetzt hier auch noch mit rein. Die hätten wir noch drüben lassen können, ne? Zu spät. Müssen wir gleich nochmal hin. Warte mal. Einmal absteigen, bitte. Können wir absteigen? Können wir absteigen? So. Die passen wenigstens da rein. Die. Wie sieht's hier aus? Das kann da nicht hin. Kann das da hin? Nein. Wow. Okay. Wie lange braucht das noch? 10 Minuten. Das ist ja nicht mehr so lange. Das ist ja eigentlich gar nicht mehr so lange. Okay, du, warte mal. Wir schlafen mal ganz kurz, weil es hier gerade so finster ist. Dann müsste eigentlich auch mein Jormunheit wieder wach sein, wollte ich gerade sagen. Wieder lebendig sein. Und vielleicht können wir... Nein, uns fehlt noch die Platine. Da müssen wir einmal ins Frostige... Können wir vielleicht aber auch gleich mal machen. Wumpo. Ich gehe mal das Risiko ein. Ich esse mal ganz kurz. Ich gehe mal das Risiko ein und sortiere mal. Auch wenn dann vielleicht meine Feng Lupis nicht mehr in der richtigen Reihenfolge sind. Oh. Wie viele Wumpos hatten wir denn? Hatten wir überhaupt schon einen Wumpo? La 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 la. Wumpo. Nein, das war das erste Wumpo, was wir gefangen haben. Die gibt es nämlich da oben auch in der Eisgegend. Hübsche Blume, Eisdrüse. Ja, wunderbar. Haben wir dann gerade noch eine Blume bekommen? Die haben wir wahrscheinlich direkt weggepackt, ne? Okidok. Das können wir mal bitte... Warum habe ich das eigentlich nicht genommen? Wir hätten diese Gefriergranate mal nehmen können für den legendären. Wobei, der war ja noch nicht mal ansatzweise tot. Aber hätten wir theoretisch nehmen können. Und probieren können. Ob er damit leichter zu fangen ist. Oder überhaupt zu fangen. Denn die Bälle, die wir geworfen haben, die sind ja direkt abgeprallt. Bedauerlicherweise. Wäre halt schon nice, wenn wir so einen Lucky Catch hätten schaffen können, ne? Okay. Warte mal, ich repariere mal ganz kurz. Noch meine Axt für den Fall. Oder was heißt für den Fall? Wir wollen ja da was abbauen. Also wäre es schon ganz gut, wenn wir die heile machen. Wie lange braucht das dann noch? Sehr heiß. Das braucht wahrscheinlich lange. Das dicke Drachenei brauchte noch 10 Minuten. Aber wir reisen mal vorher hier oben irgendwo hin. Da gab es das auch. Da gab es das auch. Ich glaube, das gab es hier im frostigen... Oh, ich muss die anderen Sachen anziehen. Shit, habe ich die guten mitgenommen? Habe ich, glaube ich, gar nicht mitgenommen, ne? Reicht das zum Nicht-Frieren? Ja, tagsüber reicht es. Okay.
Nur mal ganz kurz. What? Wie ist das passiert? Wovon sind wir jetzt gerade gestorben? Habe ich das irgendwie vercheckt? Ich habe nicht mal mitbekommen, dass wir so fett auf die Schnauze gekriegt haben. Jetzt killt er den auch noch. Ich wollte den fangen. Oh Mann. Warum bin ich jetzt aber gerade gestorben? Warte mal, ich nehme mal ganz kurz die andere Rüstung. Haben wir jetzt so fett auf die Schnauze gekriegt? Vielleicht auch, weil diese Rüstung so kacke war? Weil das die lowste aller Rüstungen ist? Eine kälteresistente Rüstung ist hier natürlich kacke. Aber hier ist sie gut. Die sind neben dem zweiten Drachen rumgelaufen, falls ich mich nicht irre. Was habe ich nochmal gefragt? Sie war wahrscheinlich zu beschädigt. Ja, eigentlich habe ich ja ständig kaputte Rüstung an. Also, ich weiß nicht. Das ist halt sowieso eine, die nur Low-Verteidigung macht, ne? So 25 halt. Und diese macht 180. Ich weiß nicht, ob das schon... Die macht halt auch nur 40 und die habe ich die meiste Zeit in der Wüste an. Ich weiß jetzt nicht, ob es daran gelegen haben kann überhaupt. Oh, lad doch schneller nach. Prozent mit den Grünen. Wir haben von den Gelben einige gemacht, ne? Oh. Warte. Gut, das hat funktioniert. Der andere ist auch mad mit mir. Das ist auf jeden Fall das, was wir sammeln müssen. Okay. Einer geht noch, ne? Am besten auf dem Popo. Oder auf die Füße. Okay, einer ging sogar noch auf den Kopf. Da können wir uns ja glücklich schätzen. Da hinten kommt noch einer. Ich glaube, so viele brauchen wir jetzt nicht mehr. Zwei sogar noch. Das übertreibt ihr aber, ne? Feuerfell wäre eigentlich klüger dafür. So, das ist der 11., den brauchen wir eigentlich nicht mehr. Ich verschwende trotzdem meine Bälle für dich, weil ich so nett bin. Die Pelz mit dem Grashalm. Ach so, du meinst Wumpo. Hi, die Lady in Schwarz. Ich weiß gar nicht, ob ich das letztes Mal gesagt hatte oder rechtzeitig gesagt hatte, ob du das gehört hast. Vielen Dank für den Follow. Du warst mir gefollowt und ich habe das erst zu spät gecheckt. Also vielen Dank und willkommen. Es freut mich, dass du da bist. Kann der da jetzt mal drin bleiben? Ich brauche den gar nicht mehr. Warum macht denn der jetzt so ein Theater? Falsch mit dir. Nicht zu danken. Freut mich sehr, wirklich. So, geht doch. Dann können wir... Warte, wir laden einmal ganz kurz nach. Laden wir denn noch nach? So. Hier können wir auch mal nachladen. Warte. Und dann will ich das austauschen, bitte. Und den Rosenquarz. Nein, heißt der Rosenquarz? Reinquarz. Bist du auf unserem Server in Pelt? Spielst du mit Virtu? Dann habe ich da auf jeden Fall einen Char gemacht, aber das ist nicht dieser hier. Ja, das ist nicht der, den wir hier gerade sehen. Ich wollte mit dem hier erst irgendwie wenigstens Level 50 werden, bevor ich von vorne anfange. Aber ich habe auf jeden Fall bei euch angefangen. Und ich bin eigentlich auch schon ein bisschen weit. Also auch nicht so super weit, aber schon. Ich habe schon ein bisschen was geschafft. Genau. Aber wie gesagt, das ist jetzt nicht der Server von euch. Hier bin ich ganz alleine. Mit meinem Pelz, die ich zwingen muss, mich zu mögen.
Wie zu. Ich hoffe, das ist nicht so schwer wie Steinkohle. Ist das nicht immer so, dass man Leute zwingen muss oder Pets zwingen muss, einen zu mögen und dass man die meiste Zeit alleine sich... Oder was meintest du jetzt? Das dauert echt lange. Also diese normalen Wumpus, die gab es, glaube ich, auf jeden Fall auch hier in dieser Eisgegend. Wie viel haben wir denn jetzt so aus einem rausbekommen? 40. Okay, ja, das ist schon mal gar nicht so schlecht. Was wiegen die? 200 Kilo. Gar nicht so wenig. Beides, ja. Ja, manchmal ist das so, aber ich hoffe nicht, dass es immer so ist, dass die bitte mich nur dann mögen, wenn ich sie dazu zwinge. Das wäre schon ein bisschen traurig, wenn das so wäre. Genau, ja, aber die meiste Zeit alleine, das ist tatsächlich wahr. Also bei mir ist das auf jeden Fall wahr, weil ich bisher sowieso eigentlich ausschließlich alleine gespielt habe, gerade im Stream. Denn die meisten Leute, die vielleicht die gleichen Spiele spielen wie ich, die wollen halt im Stream nicht mit dabei sein, was ich auch verstehen kann. Okay, wir nehmen ein anderes Vorkommen. Und das ist mir jetzt ein bisschen zu viel mit euch hier. Ja, da ist zum Beispiel so ein Wumpo. Wumpo, 41. Oh, und die sind auch immer mad. Ist das so ein Sibelix? Oh, werdet ihr beide jetzt auch mad? Dann wechseln wir vielleicht mal das Fell. Oh nein, sind sie nicht mad? Okay, sehr gerne. Was mache ich dann hier? Weil ich dich nicht zwinge, meinst du? Ja, das freut mich auf jeden Fall, dass du scheinbar freiwillig hier bist. Und das sogar 50 Streams in Serie. Also, das heißt auf jeden Fall schon was. Das weiß ich sehr zu schätzen. Da sind schon wieder die Bösen. Ich möchte eigentlich dieses Sibelix fangen, was wir da vorne sehen. Ich weiß aber nicht, wie lange das lebt, wenn ich jetzt dieses Feuerviech raushole. Habe ich Erz mit abgebaut aus Versehen? Sieht so aus, ne? Ja. Dann müssten wir jetzt 80 haben, wenn wir mit dem hier fertig sind, ne? Hoffe ich jedenfalls. Oh, warte, da kann ich Dings sparen. Munition. Nein! Nicht sterben, bitte! Jawohl! Das hat sogar geklappt. Kannst du die mal bitte killen? Ich hoffe, dass das geht mit dir. Der war wanted, das ist sehr gut. Oh, Hunger. Hunger, Pipi, geil. Also stark ist er auf jeden Fall. Er hat nicht so viel Leben. Kannst du den einen dann nochmal killen, bitte? Der läuft da gegen Baum. Hilf ihm doch mal. Dem geht's nicht so gut. Ist der da einfach rausgerollt? Jawohl, sehr schön. Hast du gut gemacht. Vielen Dank. Wir können ja auf dir reiten. Au. Oh. Okay, aber er ist sehr lahm. Also ich meine, im Wasser ist er bestimmt richtig gut. Aber hier ist er doch sehr lahm. Okay, zum Reiten hier nehmen wir auf jeden Fall den anderen. War hier nicht gerade noch irgendwo... Kannst du mal bitte aufhören, Bäume zu fällen? Ah. Okay, der hat mehr Leben, als ich dachte. Kannst du mal den Kopf wieder anheben? Damit ich hier in die Fresse schießen kann. Oh, wirf den aber bitte nicht runter, ne? Ja. 6% ist halt super wenig. Ich hab nichts gesagt. Easy mitgenommen.
easy mitgenommen. Das ging einfach. Einfacher als ich dachte. Beim ersten Mal mit 6%. Aber wir hinterfragen das nicht. Wir nehmen das einfach so hin. So, mehr Reinquarz ist hier noch? Ja. Hier ist noch Reinquarz. Oh, ja. Das dauert jetzt wieder lange. Yay, du hast einen Klinker gefangen. Kitze? Ihr beide sogar. Ihr beide habt's gefangen. Geht's halt euch beiden. Spielt dein Mann dann Palworld mit auf dem Server zusammen? Habe ich das. Also, ich habe das irgendwie überlesen. Ich habe es jetzt gerade erst gesehen. No, oh, es dauert so lange und jetzt ist auch noch mein Ding kaputt gegangen. Wie schnell geht das denn bitte kaputt? Ja, spielt er ja cool, voll cool. Dann muss er natürlich auch von vorne anfangen, schätze ich, aber es geht ja wenigstens relativ schnell bei euch. Wobei es gerade jetzt hier diese Level, habe ich mir gedacht, das dauert echt schon ewig. Also, ich meine, im Moment fange ich halt auch nicht unbedingt viele Pelz, die ich noch brauche, aber es zieht sich auf jeden Fall jetzt mit dem Leveln jedenfalls. Sein Name ist Swift. Ich versuche es mir zu merken. Vielleicht weiß ich es beim nächsten Mal noch. Ich hoffe, ich weiß es noch. Aber wenn ich sie es mir nach, ich hab's nicht so mit Namen. Anonymous Namen weiß ich auch nur, weil er 50 Mal hier war. Das ist sozusagen die Macht der Wiederholung, dass ich mir den merken kann. Den weiß ich auch, ohne dass ich ihn lese. Aber es hat ein paar Mal gedauert. Oh, jetzt aber das so ewig. Mann, warum? Ich habe das Gefühl, es würde schneller gehen, wenn ich mit der Pistole drauf schieße. Und jetzt sind wir auch noch zu schwer. Na toll. Wie viel haben wir denn jetzt? 106. Okay, die lassen wir auf jeden Fall hier, aber das dauert ja noch. Na, no, dann sind da ja noch 14 Stück oder jetzt noch 13 oder 12 drin. Du bist Teufel auf YouTube Server, okay. Ich versuche es mir zu merken. Ich bemühe es, mir gerade in mein Gehirn einzuprägen, aber ich kann mir nichts versprechen. Ich versuche es, aber sei mir nicht böse, wenn ich es nicht schaffe. Du kannst es gerade so verkraften, dass ich deinen Namen erst nach so vielen Malen weiß. Dass, das ist schön. Aber wenigstens kannst du es verkraften. Das ist das Wichtigste. Ja. Ja, mit Namen irgendwie, keine Ahnung. Das war früher richtig gut. Früher wusste ich alle Namen, alle Telefonnummern und irgendwie... Keine Ahnung. Es fing an, glaube ich, mit den Handys, mit diesen ersten Handys, wo man dann Telefonnummern einspeichern konnte. Ich glaube, ab da ging es steil bergab. Früher wusste ich alles. Ja, naja. So ist das. Im Alter wird es nur schlimmer. Oh, warum dauert das denn jetzt so lange? Wie viele noch? 6. Oh. 5. Morgen sind wir dann fertig. Ich will sehen, was aus dem Drachenei rauskommt. Vielleicht sind wir ja mal lucky, aber ich fürchte... Naja, ihr wisst Bescheid. Es wird bestimmt nur wieder... Relaxaurus. Ich euch vielleicht zwischendurch fangen. Oh! Willst du mich verarschen? Ja! Wieso greift er denn bitte mich an? Ich habe doch gar nichts mit ihm zu tun gehabt. Und wieso kann ich dich da hinten nicht fangen? Du stirbst doch gleich als nächstes. Okay, der ist safe. 18k XP. Oh, bitte nicht runterschmeißen, ne? An der Hand! Ja!
bin im Alter, kann ich leider bestätigen. Ja. Also ich meine, die Hoffnung, dass es irgendwie wenigstens gleich bleibt, die besteht noch, aber ich glaube, dafür tue ich auch viel zu wenig. Ich habe früher auch so super gerne, und das hat mir richtig viel Spaß gemacht, so Dr. Kawashimas Gehirnjogging und so ein Kram gemacht. Warum kitzelt denn jetzt meine Nase so? Ich muss doch den fangen. Ich kann doch gar nicht. Ja, Dr. Kawashimas Gehirnjogging, da hatte ich noch ein Nintendo DS. Ey! Und habe ich das richtig gerne gespielt. Ich habe super gerne Sudoku gemacht und sowas. Und jetzt nicht mehr. Ich glaube, wenn mir die Übung fehlt mit dem Merken, dann wird es halt auch echt einfach nur noch schlimmer. Wie mit allem. Sobald man aus dem Training raus ist und irgendwas, ist es vorbei. Wie mache ich das mit dem Sprung? Welchen meinst du? Diesen seitlichen hier? Diesen? Also, diesen. Das mache ich immer, wenn ich geworfen habe. Und dann so mit Steuerung. Dann springe ich halt so ein bisschen, wenn du den meinst. Oh, eine rote Kiste. Oh no, wir haben keinen Schlüssel mehr. Bring mich bitte einmal ganz kurz dahin. Dass wir das noch zu Ende machen. Können wir das dann noch einsammeln? Guck mal, drei Erze. Wann ist das passiert? Okay, komm her. Achso, die Erze, das sind die, die ich weggeworfen habe. Die können natürlich wegbleiben. Wobei, wir können... Nein, wir können nicht laufen damit. Dann bleiben sie hier. So, wie sieht's denn aus? Das ist der nächste Reisepunkt. Dann laufen wir doch dahin. Auch wenn es eine ganze Ecke ist. Hier ist alles übersät mit Leichen, die wir zurückgelassen haben. Genau, also das ist halt so, mit Steuerung ist das so ein, wie so ein Mini-Charge oder so, dass man halt so ausweicht. Und das ist, dass ich so hüpfe dabei, das ist tatsächlich immer nur dann eben, wenn ich Bälle geworfen habe. Okay, euch umlaufen wir weiträumig. Und ihr seht mich trotzdem. Boah, warum war es hier gerade so finster? Ist das rein Quarz? Nee, ist Erz. Naja, egal. Hat noch gepasst. Ein Sibelix haben wir auch schon. Da gibt es einen Boss von. Der ist bestimmt höher levelig, aber vielleicht nicht besser.